weg ist er. So, Anpfiff mit Anlaufschwierigkeiten. Moritz, wie war der Samstag bei den Hessen und in Sachsen? Ja, die Frankfurter, bisschen schlecht ins Turnier gekommen. Zweimal verloren gegen Werder und Schalke, dann aber allerdings im letzten Spiel gegen den BVB der Knoten geplatzt. Kurz vor Schluss der Siegtreffer zum 3:2. Die Sachsen von RB Leipzig mit 4 Punkten gegen Gladbach gewonnen. Gegen die Mühlis dann überraschend verloren. Und gegen Mainz mit 3:3 unentschieden gespielt. Während sie hier fast schon wieder in Rückstand geraten. Und der Mainzer, der Frankfurter Stürmer, aber nicht ganz an den Ball. Die Leipziger ja mit einem Spieler bisher der Vorrunde. Mit der Nummer 11, Gottjes Yeboah. Ganz, ganz technisch starker Spieler. Gestern schon mit einigen Kunststücken, wie er da den Ball runtergenommen hat. Wie hast du es so schön ausgedrückt? Muskelfaserriss wäre wohl noch das Beste, was wir uns da hätten holen können, wenn wir in den Höhenregionen unterwegs gewesen wären. Und jetzt die Führung für die Leipziger nach Vorlage von eben jenem Yeboah. Erfolgreich mit der Nummer 9, Jordan Winter, zur Führung für den aktuellen Tabellenführer der ersten Fußball-Bundesliga. Übrigens, Moritz, du ein Muskelfaserriss, ich ein Muskelbündelriss. Bin schon ein paar Tage älter. So, 1:0-Führung für die Leipziger. Jordan Winter mit 5 Saisontreffern, der zweiterfolgreichste Schütze der Leipziger im Ligabetrieb. Da die Leipziger doch etwas enttäuschend hinter den Ansprüchen zurück auf Tabellenplatz 7. War die letzten Jahre in der Regionalliga schon immer anders aus. So, die Hessen wollen so schnell wie möglich antworten. Leipzig haben mit einer mutigen Grundordnung immer gegen den Ball. Wenn Keeper und ein Verteidiger aufbauen, stellt Leipzig 2 Leute in die erste Verteidigungslinie. Heißt dann auch, dass hinten dann temporär eine Unterzahl entsteht. Haben das bisher aber immer sehr gut zugelaufen bekommen. So, Frankfurt spielt sich frei. Leon Kiranovic den Ball nicht perfekt verarbeitet. Frankfurter Nummer 6 jetzt defensiv schon wieder gefordert. Oh, das war stark gemacht. Und dann ist es wieder Kiranovic, der erleidet. So, Frankfurt. Abpraller genommen, wieder die Bande. Yeboah legt den Ball ab. Leipzig Ball auf. Der Yeboah kaum zu stoppen. Das traditionsreichste Duell zwischen den beiden. Die Frankfurter zum 11. Mal dabei. RB Leipzig mit der 5. Turnierteilnahme. Bestes Ergebnis der Eintracht war mal ein 3. Platz vor 10 Jahren. Gegen die Mühlenkreisauswahl RB Leipzig. Einmal im Endspiel 2016 bei der ersten Teilnahme und den Pott gleich in den Osten Deutschlands geholt. Okay.
Abschluss und jetzt der Treffer. Luis Kolbe, Nationalspieler, der Kapitän der Eintracht. So, gibt es den Doppelschlag. Intensive Duelle. Freistoß für die Hessen. So, hier sehen wir Spiel mit der Bande. Klasse, die Mitnahme, erster Kontakt und dann stark vollendet. Technisch höchstes Niveau. So, Ada Timur macht sich auf die Reise. So, Überzahlspiel jetzt. Nicht gut gemacht. Spät vom Ball getrennt, da ist wieder Kolbe. Legt quer zum 2:1. Britan Makkay trifft für die Hessen. Aber Moritz, Frankfurt kommt ins Rollen, oder? Definitiv, nachdem Luis Kolbe hier ja schon zum Ausgleich getroffen hat. Jetzt auch die Vorlage zum zweiten Treffer für die Hessen. Sehen wir hier nochmal, klasse gemacht. Vorbei am Gegenspieler und dann mit viel Übersicht quergelegt. Und dann keine große Aufgabe mehr für Makkay, den Ball hier ins leere Tor zu schieben. 2:1 also für die Frankfurter. Dem sie ja schlecht ins Turnier gekommen sind. Möglichkeit jetzt zum dritten. Erstmal geklärt von RB Leipzig. Nächster Freistoß. Leipzig kommt momentan nicht so in die Balleroberung rein. Um dann konsequent umschalten zu können. War gestern eine der Stärken. Und wieder Pierre Weber. Ball eigentlich gewonnen. Und dann aber sofort wieder beim Gegner. Ja, die Frankfurter sind gerade in dieser Phase des Spiels ein bisschen griffiger in der Partie. Ja. Deutlich besser in den Zweikämpfen. Überzahl jetzt mal. Da bekommt der Frankfurter Keeper gerade noch die Finger an den Ball und kann ihn an den Pfosten lenken. Große Möglichkeit mal wieder für die Leipziger. Klasse gespielt. Kolbe wieder. Wird besonders schön machen. Ah, die beiden machen gut Alarm. Da vorne. Jetzt der Wechsel, schade. Kolbe hätten wir gerne noch. Glaube ich gerade etwas länger gesehen, war gerade richtig on fire, der Frankfurter Kapitän. Dieser Jeboa bekommt immer noch eine Fußspitze dran. Den zwei durchgesetzt, gut gemacht. Leipzig spielt es nicht sauber. Gibt da viel mehr Möglichkeiten. So, aus dem Stand der Abschluss. Fast der Anschlag auf die Technik. So, Konter jetzt mal. Gut quergelegt, aber hier Bohr noch ohne Abschlussglück. Gefühlt Moritz auch Ewigkeiten auf der Platte, oder? Das stimmt, definitiv viele Spielzeiten für den Stürmer. Klasse Abschluss aus der Drehung. Bisschen zu hoch. Aber gefühlt jetzt die Leipziger wieder ein bisschen besser in der Partie nach dem Blockwechsel. Die Frankfurter haben da ihren starken Block runtergenommen. Die Leipziger haben ihren starken Block gebracht. Merkt man auch. Das war wunderbar gespielt. Das war wunderbar gespielt. Und das hätte doch so ein Tor verdient gehabt.
Fantastischer Spielzug über 4, 5 Stationen. Jetzt der Abschluss. Da bekommt Maximus Babke noch die Fingerspitzen dran. Oh, schade. Das sah richtig nach einem Fußball aus. Direkt. Über mehrere Stationen. So, 1,5 Minuten noch. Für den zweiten der Hessenliga. Und jetzt scheint es vielleicht die Vorentscheidung gegeben zu haben. Lars Kleiner trifft zum 3:1. Und Frankfurt bringt Makai Kolbunko zurück. So, hier sehen wir es. Wunderbar die Drehung über die Bande und dann direkt der Abschluss. Starke Einzelleistung von Lars Kleiner. Kleine Überraschung, oder Moritz? Fand ich auch vom Eindruck her, aus den gestrigen Spielen. Die Leipziger doch ein bisschen besser drauf, aber es bestätigt sich eben genau das, was wir eben in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Der Samstag noch nicht so ausschlaggebend, am Sonntag zählt es dann eben, wenn die wichtigen Spiele kommen, das letzte Gruppenspiel, die K.O.-Spiele. Dann geht es erst richtig zur Sache und Leipzig kommt noch mal dran, der Anschlusstreffer. Allerdings wohl ein bisschen zu spät. 3 Sekunden vor dem Ende. Max Vogt ist erfolgreich für die Sachsen. Aber die Zeit läuft aus. Abpfiff. 3:2 Sieg für die Hessen im letzten Gruppenspiel. Wir hören und sehen uns gleich.